Rechts mal die Dings aufmachen. Vielleicht kommst du dann besser rein. Leider nicht. Aber wir können hier schön rumschlängeln. So, mach mal das Ding auf. Rechts ist der Knopf. Ding nicht. Achso. Ah, doch. Die Dings allgemein. Achso, die ja. Tür konnte ich anklicken. Ich glaube, dann klopft der da. Vor allem der ist eine Die. Da ist die Bombe. Ist die Bombe. Okay, die müssen wir ja aktivieren. Nochmal F6. Ja. Auch am besten gleich auf Rennmodus, damit du die aktivieren kannst. Was? Ja, ja, ich. Das ist jetzt der viel längere Weg. Hast du auf Rennen geschaltet? Nee. Wir gehen natürlich erst dann hoch, wenn irgendeine Sequenz abgefeuert wird. Ja, aber ich warte lieber noch. So. Und weiter geht's. Ich gehe mal aber jetzt. Wegen Trittgeräusche. Das ist den, den wir von außen gehört haben, den wir jetzt hören. Ich höre jetzt zwei Kameras, ne? Ja. Nicht, dass der jetzt... Links die Tür. Das ist wieder ein scheiß Raum. Der hat gedrückt. Oder gesehen. Okay. Kannst mal ganz kurz was testen. Renn einfach mal kurz in den Flur und guck links. Guck erstmal, wo die Kamera ist. Hi, na, wie geht's? Okay. Da links ist die Kamera, aber hier sind auch zwei. Da musst du erstmal wissen. Okay. Okay. Das heißt, ich würde vorschlagen, wir nehmen eine scheiß Münze. Schmeißen die hier hin in den Gang. Ja, das sieht der. Warte, ich wollte gucken. Du musst den weiter reinlocken. Am besten auch die Münze nicht werfen, wenn er da hinten schon steht, weil dann dauert das so lange. Jetzt. Okay. Warten, warten. Jetzt. Was? Was? Okay. Gegen die Tür. Da jetzt. Warte. Alle wollten die Münze. Ja, na, genau. Wie bei Robin Hood. So, jetzt ist natürlich links trotzdem scheiße mit der Kamera. Geh zurück. Am besten ganz schnell unter die Kamera rennen. Ja, anders sehe ich es nicht. Der aus dem Büro ist ja rausgerannt. Verdächtig. Okay, geh rein. Da ist eine Feste. Du liest vor. Gesamtes Personal. Seit dem dritten Freitag dieses Monats gilt Handbuch 49F und löst damit alle anderen Mitarbeiter Handbücher ab. Lesen Sie bitte auf Seite 1607 nach, wie Sie ungültige Handbücher wieder zurückgeben können. Beachten Sie, dass Sie die korrekte Autorisierung haben, wenn Sie das entsprechende Formular anfordern. Fehler bei diesem Vorgang werden mit sofortiger Inhaftierung geahndet. Sie werden beobachtet. Ist das eigentlich dasselbe, nur dass sich der kleine Buchstabe hinter der 49 immer ändert? Möglich. Warte. Kurzer Test.
Kamera abschießen wird nichts bringen, oder? Okay, ja. Dann renn erstmal da in den Nebengang. Einfach rennen, der sieht dich ja sowieso. So. Und dann gehe ich mal links um die Ecke. Ja. Und dann wieder auf Schleichen umschalten. Oder auf Gehen. Ich höre jemanden. Ja, okay. Geh mal. Ach, da oben. Der hat dich jetzt gesehen. Der hat mich gesehen, alles klar. Ha. Die, der ob man rennt oder nicht, das ist nicht abgespeichert, nicht. Sondern das ist eingestellt. Ja, warum auch? Ist ja eigentlich die Tastatur. Hier hinten ist dann wohl nix. Ja, guck mal. Ja, da ist dann das Fenster. Okay. Ich bin wieder für Münze. Oder? Mhm. So. Jetzt müssen wir aber super, mega, ultra diskret. Also wenn der Typ dich sieht, ist ja gar nicht mal so schlecht, weil dann geht er da raus und er macht keinen Alarm. Du solltest dich nur woanders also du solltest nur wieder hierhin rennen, wo du jetzt bist. Ich speichere mal eben hier. Ja. Weißt du? Dann kommen die erstmal alle schick angerannt. Also lass dich mal von dem Typen da erwischen. Kommt jetzt. Achtung. Agentmäßiges. Abkratzen. Abkratzen. So. Scheint ja was gebracht zu haben. Anstatt Alarm zu schlagen. Tür ist offen, der Typ ist nicht mehr im Büro. Okay, ja, hier ist nix. Geil, Ecke. Okay, dann speichern wir hier. So, und jetzt geh mal unter die Kamera erstmal. Das ist die nächste Bombe. Hallo. Noch nicht. Erstmal hinter die Fässer verstecken. /240. Und jetzt gleich nochmal in die Tür oben. Jetzt. In die Tür oben. Ach so. Jetzt gleich boom. Wie viel waren das? 3 oder 5 oder 18? Keine Ahnung. Ah, links ist das geheimes Mikrofilmchen. Label Detektor Gerhard mit Muster 22G. Du wirst gleich entdeckt. Ja. Ah, doch nicht, okay. Boah, das sieht doch mega aus wie irgendwas. Ja, guck mal, ob da irgendwie. Ah. Hm. Okay, dann öffne mal die Holztür links. Hi. So. Das ist doch bestimmt. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, hier, jetzt wird wieder ein Schuh draus. Dann wo ist dieser dritte? Da gab es ja noch eine dritte Person, weißt du doch? Klopf mal. Ach, da. Ach, gar nicht bemerkt. Ja, ja, ja. An der Tür muss er noch klopfen. Hallo. Frische Milch. Da hinten ist da ein Schloss dran? Ja. Jetzt wird's cool. Aber gleich nochmal kurz die Tür vorne ausprobieren, bitte. Ja. Wobei ich da nicht dran glaube, dass sie offen ist. Oh, das war zu weit. Ich muss nochmal einen besonderen Kommentar an diesen Finger, an den kleinen Finger legen. Ja. Was soll das? Gefahr. Nicht die Tür? Okay.
Ich wollte gerade noch, dass du die Tür bitte mal überprüfst. Ja. Öffnen. Jetzt ist die Frage, wo geht's wirklich weiter? Ich höre auf jeden Fall keine Kamera. Da geht's auf jeden Fall mit Treppen weiter. Dann geh noch mal bitte in den Geheimraum. Rechts, also in den Dingsraum. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Nebenraum, wo du jetzt reinkommst. Aber das sehen wir dann ja. Ich mach mal wieder auf normal gehen. Wohl, da geht's auch rein. Nee. Das ist wahrscheinlich... Schleichen. Was ist denn das hier? Springen, schleichen. Ah. Da sind die nächsten Bomben. Ich habe auf jeden Fall keine Kameras. Schieß den einfach mal ab. Genau. Wenn der nächste angerannt kommt. Ha! Operatives! Geil, weil du mal nur noch die Dokumente draufhängen. Ah, guck an. Eine Thermoskanne! Oder? Ja. Da geht's, glaube ich, nicht weiter. Voll laut. Ja, scheiße, dann. Ah, toll. Lass ihn kommen, lass ihn kommen, lass ihn kommen. Jetzt. Effizient ausgeschaltet. Okay, dann sammeln wir mal das Zeug ein. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen jetzt erst in den anderen Raum rein. Wir haben nichts. Okay, geh trotzdem mal wieder zurück, weil ich glaube, da kommt man dann raus, wo du gerade drauf zeigst. Richtig. Ey. So. Weiß gar nicht, ob wir jetzt gespeichert haben. Was dann nochmal? Das Problem bei dem Ding ist, die haben jetzt eine ganze Achse an. Ich höre aber keine Kamera. Ich höre keine Kamera auch nicht. Das heißt, wenn der eine da steht und der andere, der jetzt weggeht, da steht, schieße ich erst den rechten ab und dann den linken. Weil die gucken dann sozusagen beide sich im Rücken und wenn ich den hinteren zuerst abschieße, dann dürfte der vordere ja nichts mehr merken. Wenn es leise genug vonstatten geht und der nicht so rund brüllt. Und wenn Maschendraht miteinander durchschließen kann. Und ich schnell genug bin. Mach. Okay. Merke, Stacheldraht widersteht jeder Kugel. Hi, na, wie geht's? Oh, hast du die KI gesehen? Ja, mega geil. Er hat den Tisch umgeworfen. 3 Punkte für Gryffindor. Diese apparativen Apparaturen. Oh, man weiß immer nicht, ob es die eigenen Schritte sind oder die von Gegnern, die man gerade hört. Ha. Gott sei Dank liegt er nicht hier. Unten. Na, alles klar. Und los. Let's take a selfie. So, das ist jetzt wahrscheinlich genau die Tür, die später die jetzt hier rausführt. Ja. Genau, okay. Oben ist, glaube ich, wieder eine Kamera, oder? Ne? Hier in der Ecke wahrscheinlich. Ich komme nicht rum. Da ist er. Geh erstmal rechts hin, unter die Kisten. Da ist nämlich so ein Fenster. Was ist das auf einmal für eine Athletin, ey? Ich will doch hier nur... Gott sei Dank. Kommt man nie mehr raus. Zerschieß mal das. Fenster zerschießen. Wer war das? Ne. Was? Tomato. Ja, genau. Sie haben nicht deutschen Tomaten verraten. Ne, wir haben ja gerade gespeichert vor dem Fenster. Mach mal auf. Ah. Die Kabine. Oh. Du taugst nicht als Spion. Dass sie in den Schlafsälen filmen. Ja. Den Koffer konntest du nicht aufmachen, ne? Die anderen hast du auch nicht probiert.
Mach das nochmal. Nee. Nein. Nein. Okay, dann in den Raum. Oh, hier ist... die Reichskantine! Das ist, glaube ich, der Eingang, den wir eben auch von außen hatten, ne? Ja. Okay, da rennt einer rum in der Küche. Und ich habe eine Kamera gehört. Ey, das nee, ist gar keine... Ich wollte gerade sagen, ist ja falsche Zeit. Zweiter Weltkrieg ist ja schon vorbei. Das ist die Demokratenkabine, Kantine. Du kannst ihn auf jeden Fall hier nicht killen, weil der das sieht. Das wissen wir noch nicht. Ah, hast du ein Glück. Ah! Schade. Das geht doch einfach da rein. Hm, die Schulter sieht nicht deutsch aus. Guten Tag. Na, ah, geheime Rezepte. Personal von Sektion 7, Direktor Gerhard. Was? Ich bedauere Ihnen, den Tod von Mitarbeiter Nummer 7 mitzuteilen zu müssen. Sein Scheitern ist sicher seiner eigenen Inkompetenz zuzuordnen. Die Andacht wird am Samstag von 11 bis 11.05 Uhr gehalten. Wenn Sie teilnehmen möchten, tragen Sie dazu bitte bringen Sie bitte dazu eine unterzeichnete Kopie von Formular. Also, die machen sich quasi über die deutsche Bürokratie so dauernd lustig hier. Hände waschen vor Rückkehr zur Arbeit. Eine Yacht. Was ist das? Oh, ein Klopfer. Ein Hammer. Ein Schnitzelhammer. So, warte. So, das heißt, du musst jetzt hier die Treppe hoch. Ja. Und go. Wie weitsichtig die Dinger sind, ne? Ja. Ich sehe aber da unten einen Typen. Ich erinnere mich an dieses Gebäude. Da ist eine Kamera. Da sieht man das grüne Licht hier. Hey, der wird dich jetzt sehen, wenn er sich umdreht, ne? Ja. Ist schon klar. Was ist, wenn du einen weitergehst? Dann gehst du ja links von diesem... Oh, hier reicht es mir auch, wenn ich den hier umbringe. Also so nah wie möglich kommt. Er wartet ja bestimmt ein bisschen. Jetzt. Oh, schöner Soundeffekt. Plötzlicher Hexenschuss. Nichts dabei gehabt. Das hier ist rechts, ist bestimmt dieser eine, der eine Zaun. Gott, was haben wir denn hier noch? Die sieht sehr nicht öffentlich aus. Dass er dich beim ersten Mal nicht gesehen hat. Da hinten steht auch einer. Ja, guck erstmal, ob du an die Tür kommst, wo die Kamera drüber ist. Ja. Gehen wir mal rein. Musst du die Scheibe schießen wie der eine Depp. Hallo. Kamera. Shit. Was nehmen wir denn da? Die einzige Münze, die wir haben. Unser einziges Bargeld. Amerikanische Münzen. Meinst du? Ah ne, wir haben doch mehrere mit. Ich glaube, das hat nichts gebracht. Muss er ja auch hören. Klimper die Klimper. Ja. Hast du ein Glück, das kann doch gerade so... Nein! Bestimmt nicht. Das passt! Das passt. Passt, F6. Speicher mal zur Sicherheit trotzdem mal auf dem richtigen... auf Leer. Ah. Dieses klein karierte Menü, ey. Ja. Okay. Mich sieht sie hier, aber hast sie du schon mal die Waffen eigentlich aufgesammelt? Ich glaube, die hatte keine dabei.
Achtung, oben sind überall Balkone. Da ist auf jeden Fall so ein Schutzanzug. Den brauchen wir. Du bist schon stark, Das kann auch mit der Kamera... Oh, Gott sei Dank. Das ist die Bibliothek. Das sind alles Archive. Kamera, Achtung. Achtung, hier kann noch einer rumlaufen. Geh mal durch den Gang. Da ist auf jeden Fall das Dokument, was wir fotografieren müssen. Geh mal in die Mitte lang. Ja, bei hier in die Mitte. Nimm mal deine Brille. Ja. Zoom mal ran, sodass es ganz unleserlich wird. Okay. Irgendwo ist hier auch ein Geheimgang, ne? Ja, wir wissen noch nicht, ob das jetzt Bibliothek ist, oder? Ja, ja. Also es gibt auf jeden Fall mehrere geheime Dokumente. Ja, ja, wir haben ja hier schon gesehen, dass das eine auch noch so ein Laden ist hier, ja. Du kannst aus dem Flur raus, kannst du die fotografieren. Echt? Ja, die stehen direkt vor dir. Aber ich will trotzdem rein, weil, weil wer weiß, wie Werner von Haupttreffen und Feuer geben. Okay. Aber das haben wir schon mal geschafft. Jetzt geh trotzdem mal rein. Rauchen verboten. Korrekt übersetzt. Auch ein Wunder, ne? Okay. Dann gehen wir jetzt in die letzte Tür. Das ist ein Treppenhaus. Mhm. Da geht's bestimmt zu diesem Innenbalkon. Guck mal unter die Treppe erstmal. Okay. Ja, ja, es fehlt ja noch diese eine Rüstung, die wir brauchen da oben. Das ist wahrscheinlich genau der Zugang. Da wird auch nicht mehr. Wie die hier einfach an Geländer gespart haben. Ja. Totaler Betonkack hier. Hat so ein bisschen was von Max Payne sogar. In diesen ganzen Bauruinen, wo man da rumrennt. Ja. Bau! Nippelschuss! Oh. Die Frage ist, ob da jetzt auch so ein, ich versuche den einfach mal da einfach abzuknallen, so. Knüppel ihn mal nieder, ja. Okay, ich habe nicht vermutet, dass hier in der Ecke einer ist. Ja, hab ich auch gedacht. So. So. Schnapp dir mal die... Stasi-Memo von Direktor von Stein! Um das Wohlergehen unserer Tierpflegeingenieure zu sichern, wird jeder von ihnen als Sicherheitspartner eingestuft. Und es liegt in ihrer Verantwortung, dreimal am Tag entzündliche Salbe anzuwenden. Entzündliche Salbe? Okay. Denken Sie dran, Sie sind von einander abhängig. Aha. Irgendwelche Lektionen? Das war das Feuerzeug übrigens, was man braucht, dem Feuer zu geben, ja, falls man das nicht mitgenommen hat. Okay. So, dann gehst du wieder nach unten und in die andere Tür. Wobei ich glaube, da wird man... Mich interessieren, ob man hier die Regale anklicken kann. Nein, konnte man nicht. Du bist vorhin ja schon tausendmal daran vorbeigerannt. So, Achtung, Kamera. Man kann nicht auf die Scheibe klicken, um die Türen zu öffnen. Ich finde es total genial, dass die Leute hinter den Monitoren dann, dass die einfach nie checken. Oh, auf einmal ist die Tür auf, aber keiner hat sich bewegt. Kamera? Keine Kamera? Es sei denn unten im Eingangsbereich? Okay. Okay. Oh, hier hätte noch eine sein können. Ah, da. Guck mal, da steht er, ne? Hast du ja gerade gesehen. Ja. Gehen wir jetzt nochmal hier rein. Noch nicht? Guck mal noch. Okay. Ich würde erst vorschlagen, wir sprechen mit unseren... Nein, es kann sein, dass die Mission zu Ende ist. Ach, no.
Es gibt immer noch was zu erledigen. Ah, okay. Ah, ja, dann wissen wir ja, wo es ist. Es gibt immer noch was zu erledigen. Ich würde mich interessieren, ob die sind nur so. Ja. So schlecht texturierte Türen kann man nicht öffnen. Ah! Oh. Mich würde interessieren, ob, Geh mal zurück und diesen Nebengang. Genau, vor dem Gebäude, das. Einfach ganz schnell jetzt nach links. Das ist wahrscheinlich dasselbe, nur in grün. Warum die dann den Werner von Haupt einfach nicht? Jaja. Keine Kameras, ne? Oh, vollagentenmäßig. Vollagentenmäßig. Mach mal die Tür auf. Hallo. So, einmal abspeichern. Also das finde ich jetzt ein bisschen lächerlich. Geht nicht. Ah, nee, Feuer geben. Ach so. Man müsste so durchscrollen wie beim Dingsmenü. Einfach linksklick oder rechtsklick? Probier erstmal rechts.